Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Sosnovka in der XXL Challenge gegen Solaris. Ja, und ich habe große Pläne bzw. Großes vor für 20, Alter. Heute wird es richtig heftig, vor allem für Solaris. Der wird wahrscheinlich Augen machen wie sonst was. Gedüngt ist das komplett. Wir sind dran. Wie gesagt, Feld 14 ist gegrubbert. Da ist keine Frucht drauf, da können wir einsehen. Das heißt, wir können mit der Sämaschine anschließen, direkt auf Feld 14. Und da direkt weitermachen. Wir werden gucken, dass wir hier ein bisschen optimieren heute. Ich habe Fenster auf, es kann sein, dass es ein bisschen lauter ist, aber nicht schlimm. Also mich stört es nicht. Wenn es euch stört, einfach Bescheid sagen. Dann regeln wir das. Ich gucke jetzt gerade, wo die Sämaschine ist. Die alte. Die müsste hier irgendwo rumliegen. Theoretisch. Wir haben eine ganze Menge zu tun, Leute. Wir haben eine ganze Menge zu tun. Hier ist die Ballenpresse. Wo ist die alte Sämaschine? Hatte ich die da hingestellt? Ich hatte die, glaube ich, da hinten hingestellt, ne? Genau, hier steht sie. Die werden wir uns heute holen. Sorry. Gut, den brauchen wir. Damit fahren wir zurück zum Hof. Damit fahren wir zurück zum Hof. Die Hühner hatten wir in der letzten Folge noch verkauft gehabt. Dann können wir mit dem ja eben die Sämaschine wegbringen. Die verkaufen wir nämlich. Die will ich nicht mehr sehen, die Sämaschine, die kleine. Die werden wir auch nicht mehr brauchen. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Und wir wollen weiter optimieren. Und wir werden heute richtig viel optimieren. Wir werden vielleicht nicht alles schaffen, aber wir werden optimieren. Und zwar folgendermaßen. Als erstes werden wir die Sämaschine verkaufen. Dafür sollten wir die auch an der richtigen Seite ankoppeln. Dann könnte das eventuell helfen, die aufzunehmen. Passiert nicht nur so ist das passiert auch mir. So, das Saatgut können wir hier rauspacken. Das ist kein Problem. So, Helfer ist fertig. Das ist die Sämaschine, die werden wir einklappen. Dann können wir Motor starten und ab auf Feld 14. Ab auf Feld 14, hier ist auch komplett gedüngt, der Wachs, der Raps wächst. Und wir haben noch eine ganze Menge zu tun, Leute. Noch eine ganze Menge haben wir zu tun, Leute. So, Feld 14 wartet. Was werden wir dort machen? Wir werden mal gucken, was wir dort machen werden. Wir müssen auf jeden Fall noch 3 Bäume fällen. Das steht auch noch an. Wir werden hier noch grubbern müssen und alles. Also Arbeit genug haben wir auf jeden Fall noch. Arbeit genug haben wir definitiv. Düngen müssen wir auch noch hier. Also, wie gesagt, Arbeit ohne Ende. Wir klappen schon mal die Sämaschine auf. Wir gucken jetzt mal, was wir brauchen. Sojabohnen haben wir relativ wenig. Ich würde Sojabohnen gehen. Gehen wir auf Sojabohnen. Wir hatten hier ja irgendwas mit Gerste. Ich meine, Gerste hatten wir hier gehabt. Das heißt, wir können jetzt Sojabohnen machen. So, du machst das Feld fertig. Danke dir dafür. Wir fahren jetzt die Sämaschine verkaufen. Motor an. Ab zum Shop. Und die Sämaschine wird verkauft. Dafür kriegen wir noch ein paar Euro. 15.000 Euro haben wir aktuell auf dem Konto. Ich mache mal Tempomat an, dann kann ich euch mal den Kredit zeigen, ne?
dass ich natürlich keinen Kredit aufgenommen habe. Hier 0 Euro, minus 56.000 aktuell. Den Hühnern geht es soweit noch einigermaßen gut. Da kommt schon gleich das nächste Huhn. In 30 Minuten kommt das nächste Huhn. Nice, sehr schön. Sind wieder weitere 25 Euro theoretisch für uns. Das ist sehr gut. Und das passt hervorragend. Ja. Ich nutze jetzt gerade die Zeit. Event in Ark ist gestartet. Ich habe dort Wyvern-Eier liegen. Ein paar Stück. Die brauchen jetzt noch eine Stunde, 11 Minuten, um auszubrüten. Das heißt, ich kann 2 von zur Snopfka aufnehmen, jeweils halbe Stunde. Dann passt das locker. Da muss ich jetzt gucken mit der Zeit, wie das funktioniert oder wie ich das am besten mache. Denn Zeit ist Geld. Nein, kriegen wir hin. Seemaschine wird verkauft. Die brauchen wir nicht mehr. Kriegen wir für 5.616 Euro. Perfekt. Okay. Das wird das. Nummer 1. Dann werden wir zurückgeben das gemietete Fahrzeug bezüglich hier Folienwickler, Ballenwickler, ne? Werden wir zurückgeben. Und dafür werden wir Folgendes holen. Wir werden dafür holen, wo ist es? Ich meine, das müsste hier hinten sein. Hier. Und die holen wir, die ist wesentlich preiswerter. Ich zeige es euch gerne, den Unterschied. Die kostet 54.000, in der Miete 1.134. Die von Sipmer, die kostet nur 8.200, in der Miete nur 172. Wesentlich preiswerter. Ne? Wesentlich preiswerter. Die werden wir gebraucht mieten. Können wir dann reparieren. Das ist ja kein Problem. Gut. Erste Verbesserung, der Beinwickler. Zweite Verbesserung werden wir auch machen. Garage. Den Schwader hier, der hier steht, ne? Den werden wir auch zurückgeben. Ja. Yep. Okay. Dafür werden wir uns holen. Pass auf, Schwader 23.000, ne? 8,5 Meter Arbeitsbreite. Dafür werden wir uns holen den hier für 28.000. Der ist zwar etwas teurer als der hier. Aber dafür habe ich hier die Möglichkeit, die Ballenpresse hinterzuschnappen oder einen Hänger. Und das ist der Vorteil. Das soll zumindest funktionieren. Und das wollen wir natürlich ausprobieren. In dem Sinne natürlich perfekt. Den nehmen wir am besten direkt mit. Den Flug, den Schwader. Können wir direkt mitnehmen. Dann haben wir die Sachen schon mal erledigt und haben 18.900 Euro aktuell auf dem Konto. Sehr gut. Ganz ehrlich, besser kann es nicht laufen. So. Einmal zum Hof und dann werden wir gucken, dass wir die Ballenpresse hinterschnallen oder hinterpacken. Und dann sollte das funktionieren. So. Zack, zack, zack. Das geht relativ fix. Die Beinpresse müsste da irgendwo stehen, genau. Da steht sie. Jetzt hängen wir fest. An dem Baum hängen wir fest. Aber Leute, die Bäume, die bringen relativ viel Geld. Und da freue ich mich schon mega drauf.
Pass auf, wir werden es direkt mal probieren hier. Das sollte zumindest funktionieren. Zack. Perfekt. Seht ihr, Leute, das heißt, ich kann hier im Prinzip schwaden und direkt mit der Ballenpresse aufnehmen. Den Schwad. Einwandfrei. Einwandfrei. So, perfekt. Eingesät ist auch fast. Sehr gut. Das heißt, Feld 14 müssen wir Feld 14 nochmal düngen. Feld 14 müssen wir nicht mehr düngen, ist komplett gedüngt. Aber wir müssen Feld 19 düngen. Das machen wir jetzt. Dann können wir nämlich anschließend hingehen und Feld 19 grubbern. Und auch neu einsehen. Wir klappen schon mal den Düngestreuer auf. Werden hier schon mal Gas geben. Und go. Einwandfrei. Einwandfrei, Leute. Ich meine, so schnell arbeiten, ich weiß nicht. Schafft Solaris das so schnell zu arbeiten? Ich weiß nicht. Wir haben hier den Grober mit einer Wahnsinnsarbeitsbreite, der geht relativ zügig durch. Wir haben die Sämaschine mit einer relativ geilen Arbeitsbreite, der ist auch innerhalb von ein paar Minuten fertig. Also ganz ehrlich, besser kannst du eigentlich gar nicht mehr laufen. Und ich denke mal, Solaris hängt, ich würde es wirklich behaupten, ziemlich hinterher. Ich freue mich. Nein. Ich würde es ihm gönnen, klar. Aber wie gesagt, er hat Kühe. Das ist natürlich sein Vorteil. Nee, hat er schon Kühe? Nee, Kuhstall hat er sicher gekauft, meine ich. Er hat aber auch schon Schweine. Ist sein Vorteil, ja. Aber, ne? Dafür habe ich schon einige Hühner, die auch richtig gutes Geld bringen. Einige Hühner, die wirklich gutes Geld bringen. So, das wäre das mit dem Düngen. Kein Problem, ist in Ordnung. Jetzt werden wir hingehen und werden natürlich gucken, dass wir hier das Stück grubbern. Das geht auch relativ zügig. Den Grubber haben wir ja. Danach werden wir nochmal düngen. Dann können wir die Sämaschine drüber schicken und dann passt das. Lassen wir den direkt aufgeklappt. Ja, wir lassen direkt aufgeklappt. Wir stellen den mal hier hin. Das ist die Sämaschine. Na komm, brauche ich gar nicht einklappen. Wo ist der Grubber? Der Grubber steht da. Hier ist der Deutz. Der Deutz mit dem Grubber. Das ist eine wirklich geile Arbeitsbreite, Leute. Eine bessere Arbeitsbreite, ganz ehrlich, für den Grubber gibt es, glaube ich, nicht. Gehen wir mal eben selber drüber. Der Helfer wird das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Das geht ja relativ zügig, wie ihr seht, ne? Wir gucken, komm, wir gucken mal, ob der Helfer das hinkriegt. Helfer sollte es eigentlich hinkriegen. Ich hoffe. So. Ah, wir sind hier auf dem Holzanhänger, ne? Der ist mir ein Dorn im Auge. Weil zu teuer. Der Holzanhänger ist zu teuer. Hier, der von Steper kostet verdammt viel. Den werden wir zurückgeben. Okay. Dafür werden wir uns holen Holz, Forstmaschinen. Da haben wir hier einen von Kessler. 122 H, Wüsskrähen.
Das heißt, wir haben hier einen für quasi 20.000 Euro. Der kostet pro Arbeitsstunde 419 Euro, ist in Ordnung. Der andere, den wir haben, der kostet wie viel? 54.000 und in der Miete 1.134 pro Arbeitsstunde. Das ist natürlich verdammt teuer. Deswegen wollen wir den mieten. Benutzt, gebraucht? Ja. Das ist alles in Ordnung. Die mieten wir erstmal. Und mehr auch nicht. So, das hätten wir auch schon mal. Der ist dran. Die Sämaschine ist dran. Der Düngestreuer muss natürlich gucken, dass der anschließend hier düngt. Das ist aber auch kein Problem. Was ist mit Feld 31? Feld 31 ist noch nicht erntereif. Okay. Wir werden aber weiter optimieren. Feld 28. Wir gucken gerade mal. Feld 28 kann gedüngt werden. Das machen wir mal eben schnell. Also zu tun haben wir hier einiges. Und dementsprechend ist das natürlich die Sache, dass wir am besten mal den Düngestreuer auffüllen sollten, weil sonst haben wir hier ein Problem. Aber es ist auch kein Problem, den aufzufüllen, weil wir haben noch ein bisschen Kohle. Und wir kriegen 5.000 Euro dafür, also ist das easy. So, die Bäume werden langsam groß, das ist sehr gut. Sieht richtig schick aus auch hier, wenn die Bäume hier stehen. Ist zumindest grün. Zwar nicht so grün wie vorher mit den anderen Bäumen, aber es ist grün und es sieht schön aus. Gefällt mir. Und die bringen wesentlich mehr Geld als die Startbäume sozusagen, ne? Weil dahin wollen wir auch aufrüsten. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Bäume aufrüsten können oder nutzen können, aber wir werden so einige Bäume nutzen können. Da gehe ich mal von aus. So, Düngestreuer auffüllen. Das werden wir jetzt machen. Wir haben jetzt ein paar Positionen abgearbeitet, die ich abarbeiten wollte, aber immer noch nicht alle. Nein, das ist noch nicht alles. Es kommt noch mehr. Das glaubt man. Das glaubt man. Da kommt noch wesentlich mehr Leute. So, wir holen jetzt Mineraldünger. Werden eben den Mineraldüngerstreuer auffüllen. Paletten. Saatgut ist das hier, ne? Hier haben wir auch Dünger, 2.500 Euro. Da werden wir ein bisschen was verkaufen. Drei Paletten sollte, denke ich mal, erstmal reichen. Errungenschaft freigeschaltet, fleißiger Bauer. Nice. Guck gerade nach Flasche. Flasche ist da. Moment. Flasche stand auf anderen Tisch. Habt ihr mal eben schnell geholt. Ich hab Durst. So, falls ihr wie gesagt denkt, das ist alles. Nein, es ist noch nicht alles. Da wird noch mehr kommen. Hier seht ihr den Holzanhänger. Wesentlich cool. Also richtig cool auf jeden Fall. Und der wird auf jeden Fall sicher einiges bringen. Den können wir auch gemietet lassen und so weiter. Vielleicht später mal kaufen, wenn wir genug Geld haben. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Und seid erstmal soweit alles gut. Wir werden jetzt Feld 5, Feld. Welches Feld war das? 28 war das, ne? Feld 28 war das, glaube ich. Genau. Können wir ja runterfahren. Feld 28 können wir machen. Genau. Feld 18 Düngen ist zu groß. Das ist da hinten. Feld 36. Ne, ansonsten haben wir hier nichts mit Düngen. Okay, kein Problem. Machen wir. Ich mache mein Minimap an. Sorry dafür.
So. Und wie gesagt, wir haben einiges gemacht, sind aber noch lang nicht fertig. Denn wir müssen Feld 19 noch düngen. Feld 28 wartet jetzt auf die Düngung. Da müssten wir jetzt gleich sein. Genau, nach Feld 25 kommt Feld 28. Alter Schwede. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Naja, kriegen wir hin. Ich habe schon mal aufgeklappt. Ich fahre mal hier durch. Sorry dafür, aber wir müssen ein bisschen Zeit sparen. Kriegen wir hin. So, Helfer Go. Danke. Du bist dran. Okay, sehr gut. Danach kann der Düngestreuer nochmal dran. Und dann können wir einsehen. So, folgendes. Wir holen uns folgendes. Beziehungsweise wir geben folgendes zurück. Gemietete Fahrzeuge haben wir hier einen Kipper. Den werden wir zurückgeben. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, weg damit. Dann werden wir hingehen. Und eigene Fahrzeuge. Da haben wir auf jeden Fall den einen Kipper hier. Und ansonsten nichts mehr. Gut, daran wollen wir jetzt arbeiten. Der müsste ja irgendwo da stehen. Genau, da steht er. Die Doppelwand. Alles gut. Ist nicht schlecht gewesen, aber viel zu klein. Den werden wir zum Shop fahren und verkaufen. Falls ihr denkt, okay, was macht er jetzt? Ich habe es mir genau durchgeplant. Keine Sorge. Ich habe es mir genauestens durchgeplant. Genauestens, ne? Keine Sorge. So, minus 273 Euro Lohnzahlung ist natürlich eine ganze Menge. Kriegen wir alles wieder rein. Das ist nicht das Problem. Als erstes werden wir den Kipper hier verkaufen. Den Kipper werden wir verkaufen. Weg damit. Werden wir uns was anderes verholen. So, einmal zum Shop. Ist jetzt natürlich eine ganze Menge Arbeit, aber egal. Ist natürlich ziemlich viel Umstrukturierung, aber das kriegen wir hin. So, das ist jetzt der Hänger. Der Strautmann SEK 802. Kriegen wir 2001 Euro für verkaufen. Okay. Das ist der Strautmann gewesen. Hier, ich zeige es euch, damit ihr auch da mitkommt. Ne? Das ist der Strautmann SEK 802 gewesen. Ne? Kostet 8000 Euro. Hat Füllvolumen 4000 Liter. Wir hatten ihn, glaube ich, auf 8000 Liter. Dementsprechend relativ wenig. Wir holen uns lieber einen anderen, und zwar den von Lizard, den TA18, der kostet 21.500, hat aber insgesamt 30.000 Liter Volumen. Dementsprechend mehr als der, der hat mehr als die Originalen hier, der kostet, hat 9.000 Liter mehr, kostet aber 52.000, die haben weniger. Wir haben die originalen Hänger, hier die größeren. Die haben 60.000 Liter, kosten aber auch 80.000, ne? Also ganz ehrlich, da kaufe ich mir doch lieber zwei von den Hängern, dann bin ich bei ungefähr 42.000, habe genau die gleiche Menge an Volumen, anstatt so ein Trailer hier. Das ist, ne? Deswegen holen wir uns den Lizard TA18, gebraucht, natürlich. Weniger Miete. Wir mieten erstmal nur. Aber der passt soweit. Mieten. Okay. Daran haben wir auch eine Anhängerkupplung. Ist perfekt. So, wir gehen jetzt hin
und nehmen den natürlich mit. Ist ganz schön dunkel hier, ist Nacht, ist nicht schlimm. So. Hier können wir gucken, ob wir eventuell den Holzanhänger noch dran kriegen können. Dann können wir den direkt mitnehmen. Ich muss von hier gucken. Ich glaube, von hier geht es einfacher für mich. Nicht ganz. Ich versuche jetzt Zeit zu sparen und den im Prinzip den Holzanhänger direkt mitzunehmen. So. Pop, pop, pop. Einmal vorsichtig rückwärts fahren. Ja, es passt soweit. Lohndienstleistung auf Feld 28 abgeschlossen. Sehr gut. So, da haben wir ihn. Perfekt. Lohndienstleistung, Feld 28, abgeschlossen, perfekt, schließen. Sind nochmal 5000 Euro. Feld 8 können wir machen. Feld 8 ist hier hinten, na, ist weit weg. Helfer 11 hat die Arbeit erfolgreich beendet. Perfekt, Leute. Perfekt. 16.000 Euro auf dem Konto, einwandfrei. Und wie gesagt, wir haben hier einen Kipper erstens mal. Wir haben hier einen Holzanhänger, den nehmen wir auch direkt mit. Kann man Holz aufladen ohne Ende. Ist einwandfrei. Aber wer denkt, das wäre jetzt alles? Nein, immer noch nicht. Ich habe noch mehr vor. Ich habe noch einiges mehr vor. Optimierung ohne Ende. Damit Solaris sieht. Keine Chance. Keine Chance. Nein, ich weiß nicht, ob er Chance hatte. Ich weiß es gerade ehrlich nicht. So wie ich gerade hier optimiere, alter Schwede. Das ist schon heftig. Und so, für den Hänger haben wir den John Deere. Der kann ihn auf jeden Fall ziehen. Den haben wir uns ja gekauft. Ist einwandfrei. So, bezüglich des Düngestreuers. Den brauchen wir. Damit fahren wir jetzt wieder zurück zu Feld 19. Und ihr seht, die Folge ist vorbei. Wir werden die Folge beenden. Ich danke euch soweit fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wird weiter optimiert. Bis dahin. Servus und tschüss.